Guten Abend und herzlich willkommen zur zweiten Welle. Extra 3 ist zurück aus der Sommerpause und noch immer ist das Coronavirus Thema Nummer 1. Ich hatte wirklich gehofft, da nicht mehr ganz so viel drüber reden zu müssen, denn es ist ja so. Das Virus versteht keinen Spaß. Da hat Winfried Kretschmann völlig recht. Ich würde sogar noch weitergehen. Das Virus ist ein humorloses Arschloch. Umso erstaunlicher, was sich in letzter Zeit für eine Sorglosigkeit breit macht in Deutschland. Eine ganz neue Lässigkeit nach dem Motto: steigende Fallzahlen, uns doch egal. Die Maske hängt auf 7:30, man trifft wieder mehr Leute. Im Supermarkt begrüßt man sich wieder mit Zungenkuss. Das volle Programm. Und gefeiert wird natürlich auch. In Berlin versammeln sich am Abend 5000 Menschen im Volkspark Hasenheide zu einer illegalen Corona-Party. Mundschutz trägt hier niemand. Dicht an dicht feiert man, als würde es das Virus gar nicht geben. Nun gut, für junge Leute in Berlin mag das nicht so schlimm sein. In einer Stadt, wo praktisch keine Arbeit hat, wo es so gut wie keine Wirtschaft gibt, da muss man vielleicht auch den zweiten Lockdown nicht allzu sehr fürchten. Mache ich mein Projekt halt von zu Hause aus. Es gibt aber auch Menschen, die arbeiten. Ja, die zum Beispiel Geschäfte haben, die meinetwegen in der Kultur arbeiten. Die gibt es sogar in Berlin. Es gibt Menschen, die darauf angewiesen sind, dass unsere Wirtschaft jetzt nicht zusammenbricht und die einen zweiten Lockdown finanziell nicht überleben würden, ihr Vollhonks. Von den Gesundheitsgefahren mal ganz zu schweigen. Und dann kommen ja im Moment auch viele aus dem Urlaub zurück. Schön 2 Wochen Spread and Breakfast und dann schön wieder nach Hause. Leute, die aus dem Urlaub kommen, sind ja ohnehin die Pest. Waren sie immer schon früher, weil sie mit 400 Fotos vom Camping am Plattensee und hässlichen Mitbringseln zurückkamen, heute mit Husten. Hier, für dich. Bei vielen deutschen Urlaubern hält sich auch immer noch hartnäckig der Irrglaube, dass 3 Liter Sangria in der Blutbahn zuverlässig vor Infektionen schützen. Am schlimmsten war es natürlich wieder am Ballermann. Sie wissen schon. Scheiß drauf, Risikogebiet ist nur einmal im Jahr. Wobei einige Urlauberinnen und Urlauber durchaus auch Zweifel hatten und schon überlegt haben, ob sie denn dieses Jahr eigentlich nach Mallorca wollen. Wie diese Urlauberin hier, die das dem Sender NTV erklärt hat. Wir haben echt überlegt, ob wir überhaupt herfahren. Weil man ist ja doch irgendwie, das ist warm, man muss die Maske tragen und es ist nicht angenehm. Da haben sie echt lange überlegt und am Ende gedacht, zu warm, Maske, unangenehm. Alles spricht für hinfahren. Die mallorquinischen Behörden haben den Ballermann sehr schnell geschlossen. Die Bierstraße heißt jetzt wieder Durststrecke, weil sich deutsche Urlauber einfach mal wieder nicht benehmen konnten. Man muss sich das nur mal kurz umgekehrt vorstellen. Hunderte ausländische Touristinnen und Touristen machen besoffen im Rudel Party auf Borkum, weil sie das bei sich zu Hause nicht dürfen. Das Land würde ausflippen und zwar kollektiv. Ich kann es Ihnen sagen, Seehofer gäbe Studien in Auftrag, Stammbäume würden zurückverfolgt, die AfD hätte sofort 30%. Aber Deutsche auf Mallorca, das ist natürlich was anderes. Das ist Kultur. Inzwischen denke ich ja, man hätte die Lufthansa doch pleite gehen lassen sollen. Doch, denn die Fluggesellschaften sind ja Teil des Problems. Die bringen die Leute ja überall hin und dann auch wieder zurück. Das ist ja fast noch schlimmer. Ja? Dieses Zurückbringen, ein Riesenproblem. Wir erinnern uns, 9 Milliarden Euro kostet die Lufthansa-Rettung und der Konzern hat es noch nicht geschafft, allen Kundinnen und Kunden, deren Flüge in den letzten Wochen Corona-bedingt annulliert wurden, ihre Tickets zurückzuerstatten. Also Hilfspakete annehmen ist das eine, aber erstatten, watten datten, hat sich Lufthansa-Chef Carsten Spohr wahrscheinlich gedacht. Soweit kommt's noch. Wir haben Corona, Leute. Ja, wir haben doch auch kein Geld. Zwischenzeitlich war die automatisierte Ticketerstattung auf der Lufthansa-Homepage einfach komplett abgeschaltet. Man konnte die Lufthansa gar nicht erreichen. Dabei gibt es da klare Vorschriften. Wenn ein Flug gestrichen wird, dann muss, so will es das europäische Fluggastrecht, das Geld fürs Ticket innerhalb von 7 Tagen zurückgezahlt werden. Eigentlich. Eigentlich. So mancher Reisende wartet aber schon seit Monaten. Die Verbraucherschutzzentrale vermutet dahinter sogar Vorsatz. Eine bewusste Hinhaltetaktik. Denn klar, aus Lufthansa-Sicht ist es natürlich so. Wer später zahlt, hat länger Geld. Ein kostenloser Kredit. Wunderbar. Jetzt soll alles ganz schnell abgewickelt werden, sagt die Lufthansa. In wenigen Wochen soll das Geld komplett zurückgezahlt sein. Das Personal wurde aufgestockt. Es geht jetzt alles ratzfatz. Wollen wir doch mal sehen, ob das stimmt, ob das mit der Rückerstattung inzwischen funktioniert. Ich kriege nämlich auch noch Geld von denen. Ich rufe da jetzt mal an. Herzlich willkommen bei der Lufthansa. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. I believe I can fly.
I believe, damit Ihre Anfrage zügig beantwortet werden kann. Nennen Sie uns bitte laut und deutlich Ihr Anliegen. Erstattung, Ticket. Danke. Bitte treffen Sie nun eine Auswahl. Wenn Sie auf die Erstattung des Betrages verzichten wollen, drücken Sie die 1. Wenn nicht, legen Sie einfach auf. Nein, hallo, ich hätte gern mein Geld, hallo. In Ordnung, wir verbinden Sie nun mit einer Mitarbeiterin. Lufthansa Refund Service, Sie sprechen mit Uta Marlene Radovic-Santana, was kann ich für Sie tun? Hallo, Ehring hier, es geht um eine Ticketerstattung. Ich hatte ja, und da bräuchte ich noch ein paar Angaben von Ihnen, Herr Ehring. Okay. Hatten Sie für den Flug die Pasta oder das Hühnchen bestellt? Keine Ahnung, das Hühnchen, glaube ich. Das Hühnchen können Sie leider nicht zurückgeben, das wird ja schlecht. Darf ich Ihnen stattdessen vielleicht einen Gutschein anbieten? Ein was? Ein Gutschein! Nein, 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 bitte kein Gutschein. Wir haben zurzeit Sonderangebote auf unser gesamtes Sortiment. Ja. 2 Hektoliter Tomatensaft, Mindesthaltbarkeitsdatum September 2020. Könnten wir Ihnen damit vielleicht eine Freude machen, Herr Ehring? Nein, 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 nein. Der Flug hat 230 Euro gekostet. Die hätte ich gern zurückerstattet. Und zwar auf mein Konto, nicht in Form von Tomatensaft. Alles klar. Ich verbinde Sie mit einer Kollegin, die führt Sie dann durch den automatisierten Prozess. Gut. I believe I can fly. Was soll das denn? Das ist doch... Lufthansa Refund Service, Sie sprechen mit der Sina Gabriele Fuchs-Reithofen. Wie kann ich Ihnen helfen? Wegen der Ticketerstattung. Ehring, mein Name, ich bräuchte das Geld zurück für mein Ticket. Okay. Das geht ganz schnell. Ja, wunderbar. Drücken Sie bitte auf Ihrem Telefon die 4. Ja. Dann die 2. Mhm. Dann die 338, die Raute-Taste und das Flugzeug-Emoji, gefolgt von Ender, gefolgt vom Äffchen-Emoji. Moment, ich muss gerade gucken, wo habe ich das Äffchen? So, aha, und jetzt? Und jetzt gehen Sie bitte auf unsere Homepage und rufen die automatisierte Rückerstattung auf. Nein, 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 da ist nichts. Da hatte ich ja schon probiert. Das ist kein Problem, ich verbinde Sie mit dem technischen Support. Nee, nee, das muss doch anders gehen. Entschuldigung. Lufthansa technischer Support, hier ist der Jörg. Entschuldigung, Ehring, mein Name. Ihre Kollegin hat mich gerade verwiesen auf die automatische Rückerstattungsfunktion auf der Lufthansa Homepage. Ich finde da nichts. Laden Sie die Seite bitte noch mal neu. Immer noch nichts. Müsste aber. Ist aber nicht. Müsste aber. Ist aber nicht. Müsste aber. Ist aber nicht. Alles klar, ich nehme Ihre Beschwerde auf. Haben Sie sonst noch ein weiteres Anliegen? Ja, ich will mein Geld zurück. Sie haben zurückgesagt. Zurück zum Hauptmenü. I believe I can fly. Ich gebe auf. Die Zeit haben wir jetzt wirklich nicht. Kleiner Vorschlag, vielleicht sollte die Lufthansa ehrlicherweise vom Kranich zu einem anderen Symbolvogel wechseln. Elster zum Beispiel. Nicht nur der Lufthansa fehlt offenbar Geld, auch die Firma Wirecard hat das ein oder andere monetäre Problem. Auf sehr mysteriöse Weise sind ja 1,9 Milliarden Euro verloren gegangen. Einfach weg. Sollten Sie zufällig in Ihrer Umgebung 1,9 Milliarden Euro sehen, einfach beim Vorstand von Wirecard melden. Am besten zwischen 8 und 9 Uhr morgens, dann ist Telefonzeit im Knast. Wirecard war noch vor kurzem der heiße Scheiß an der Börse, ein Technologieunternehmen, das im Internet... Ja, man höre und staune, im Internet sogenannte E-Commerce Payment Solutions bereitstellt. Das ist in Deutschland ja vielerorts noch ein Fremdwort, also Internet. Und das hat Eindruck gemacht. Rund um Wirecard war ein Riesenhype entstanden. Der Zahlungsdienstleister sollte das Bankwesen revolutionieren. Zwischenzeitlich war Wirecard an der Börse 25 Milliarden Euro wert, mehr als die Deutsche Bank. Gut, das heißt nicht viel. Inzwischen ist jedes zweite belegte Brot wertvoller als die Deutsche Bank. Aber in der Tat wurde Wirecard von den Anlegerinnen und Anlegern und von der Politik hofiert. Und deswegen haben wahrscheinlich viele ausgeblendet, dass es ab 2008 doch regelmäßig Hinweise gab auf Bilanzbetrug und unseriöse Geschäfte. Im Zentrum der Vorwürfe stehen die Vorstände Markus Braun und Jan Marschalek. Zwei Menschen, die persönlich das Wirecard-Motto gelebt haben. In einem Unternehmen sollten nicht nur die Vorstände ordentlich frisiert sein, sondern auch die Bücher. Angefangen hatte Wirecard übrigens als Bezahlsystem für Glücksspiel- und Pornoseiten. Das wurde dann aber irgendwann aufgegeben. Ich vermute, weil es dann doch zu unseriös war. Also für die Glücksspiel- und Pornoseiten. Später war das Geschäftsmodell dann Umsätze erfinden, die es gar nicht gibt. Und mit gefälschten Bilanzen Kredite bei verschiedenen Banken aufnehmen. Und Anleihen ausgeben und dafür Geld einsacken. Und das so eingesammelte Geld gut verstecken. Tolles Konzept. Ich kann mir vorstellen, wie man damit Investoren überzeugt.
Willkommen in der Höhle der Kröten. Was habt ihr für ein Produkt, das ihr uns vorstellen wollt? Unsere Firma heißt Fireheart. Und wir haben die beste Geschäftsidee des Jahrhunderts. Ganz schön dicke Lippe. Und was soll das sein, eure Jahrhundertidee? Wir sind ein Online-Payment-Processor zwischen Kunden und Businesses im Bereich Digital Pay, also bargeldlosen Bezahlen, gerade auch viel Mobile-Payment am Online-Market im Internet. Mit Übernahme vom Transaction-Risk, falls bei einem Shipment eines Deals mal nicht delivered wird, das Ganze organisiert mit ein paar Tochterfirmen und Subcontract-Corporations in Asien. Verstehen Sie? Hm? Bargeldloses Bezahlen und Internet. Und Asien. Ne? Los, Details. Details? Die versteht kein Mensch. Aber wir wollen doch auch niemanden verunsichern. Es ist funky shit. Und das lieben Anleger doch. Hier der Beweis. Unsere Wachstumskurve. Also, was soll diese Grafik denn bitte aussagen? Absurd. Hohes Wachstum. Ah, okay. Stark. Chapeau. Und ihr habt Gewinne? Ja, ein aktueller Kontoauszug von uns. Schauen wir mal. Oh. Donnerwetter. Geld lügt mich. Auf welcher Bank habt ihr denn das Geld? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Gegenfrage. Ist das ein Dinosaurier da draußen? Triceratops. Nee, das ist ein T-Rex. Ja, T-Rex. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, unsere Zahlen, die sind super. Und von den Wirtschaftsprüfern und der Bankenaufsicht habt ihr keine Angst? Nein, nein. Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Und es wird noch besser. Falls doch was schiefgehen sollte, haben wir genug Kröten beiseite gelegt, um eine Karibikinsel zu kaufen und abzuhauen. Ich würde sagen, stop talking and take my money. Beeindruckend. Ich investiere. Ich bin all in. Wo kann ich unterschreiben? Ein Film von Freddy Radeke und Jakob Leube. Vorstand Markus Braun sitzt inzwischen im Gefängnis. Jan Marschalek ist mit dem Geld, um das er Anleger und Banken geprellt hat, irgendwo auf der Flucht. Die Politik hat nicht nur weggeschaut bei Wirecard, nein, man kann sagen, sie hat den Laden noch unterstützt. Als die Firma zum Beispiel politische Kontakte nach China brauchte, da hat Wirecard sich gedacht, da spannen wir doch einfach jemanden ein, und zwar diesen sympathischen Herrn hier, Karl Theodor zu Guttenberg. Der ist allen Ernstes für Wirecard bei der Bundesregierung vorstellig geworden und hat es geschafft, dass sich Merkel und auch das Finanzministerium von Olaf Scholz in China für Wirecard eingesetzt haben. Das muss man sich mal vorstellen. Der Guttenberg kann einfach zu Scholz und Merkel durchlatschen. Und die machen dann, was der vorschlägt. Warum kommt der überhaupt da rein? Der Typ hat überhaupt kein Amt, der hat kein Mandat. Das ist ein unrasierter Heini, wie Millionen andere im Land. Was hat denn der Typ, was andere nicht haben, außer Blutgruppe Blau? Versuchen Sie mal zur Kanzlerin zu gehen und zu sagen, sprechen Sie in China mal bitte über Menschenrechte. Da geht die Tür zum Kanzleramt aber schneller zu als bei den Zeugen Jehovas. Bei Guttenberg gehen die Türen auf. Im Sommer dieses Jahres ist der Wirecard-Schwindel aufgeflogen und seitdem steht die Frage im Raum, wer ist schuld? Wirecard wurde ja wie alle großen Unternehmen regelmäßig von unabhängigen Wirtschaftsprüfern kontrolliert, in diesem Fall von Ernst & Young. Abkürzung EY im Englischen, EY auf Deutsch, ey. Ey Mann, wo ist mein Geld? EY hat Wirecard über Jahre tadellose Bilanzen bescheinigt und das ist offenbar normal im Geschäft der großen Wirtschaftsprüfungsfirmen. Das war zum Beispiel auch so bei den Banken, die in der Finanzkrise 2008 bankrott gegangen sind. Die hatten saubere Prüfberichte. Die Bank Lehman Brothers wurde von einer Wirtschaftsprüferfirma als ganz seriöse Bank eingeschätzt und auch die Bücher der Banken, die die Cum-Ex-Geschäfte gemacht haben, wurde als sauber geprüft. Also bei den großen Prüfunternehmen würde wahrscheinlich sogar die Camorra als seriöser Mittelständler durchgehen. Man geht davon aus, dass über 50% der Prüfungen mangelhaft sind. Das ist aber nicht schlimm, also zumindest nicht für die, die geprüft haben. Bei einer möglichen Fahrlässigkeit, also Schlamperei, schützt das deutsche Recht die Abschlussprüfer. Im Handelsgesetzbuch gibt es einen Paragraphen, der ihre Haftungshöhe begrenzt.
Die haften mit maximal 4 Millionen Euro. Das sind Peanuts für die. Ich meine, dafür kann man Mist bauen, so viel man will. Das Besondere an den Prüfungsfirmen ist aber auch, dass sie von den Konzernen bezahlt werden, die sie prüfen. Weil die Prüfungsfirmen die Unternehmen oft nicht nur prüfen, sondern auch beraten. Quizfrage. Wie hart prüft man jemanden, den man für sehr viel Geld berät? Na? Ding, 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 ding. Genau, gar nicht. Wer das wusste, bekommt eine Wirecard-Aktie. Glückwunsch. Also die zahlen ihre eigenen Prüfer. Das ist, als würden sie sagen, ich brauche keine Polizeikontrolle. Ich habe meinen eigenen Polizisten angestellt, der mir sagt, dass ich nüchtern bin. Und das Beste ist, der mixt mir auch die Cocktails. Die Fachkräfte, die damit beauftragt waren, die Firma zu prüfen, haben also nichts gemerkt. Es gab aber durchaus vereinzelt Leute, die mit gesundem Menschenverstand auf das Wirecard-Geschäftsmodell und auf die Zahlen geschaut haben und sich irgendwie gedacht haben, da kann doch was nicht stimmen. Wie zum Beispiel dieser Kapitalmarktstratege, dessen Firma Wirecard-Aktien hatte, bis sie 2018 irgendwie stutzig wurden. Es waren bei uns ein paar Fragen aufgekommen. Wirecard behauptete beispielsweise, sie würden höhere Gewinnmargen erzielen als die Mitbewerber. Jetzt ist das ja eine sehr überschaubare Dienstleistung. Ja, die bieten die technische Lösung an, dass wenn Sie jetzt bei IKEA oder Lidl bezahlen, das Geld tatsächlich von Ihrer Kreditkarte oder im Girokonto abgebucht wird und bei IKEA oder Lidl landet. So, und wenn ein Unternehmen sagt, wir verdienen daran mehr, dann muss es einen Mehrwert geben. Den Mehrwert konnten die uns nicht erklären. Das fanden sie irgendwie seltsam und haben sie dann von der Wirecard-Aktie getrennt. Also denen ist was aufgefallen, ohne tieferen Einblick in die Bilanzen zu haben. Ernst & Young hat geprüft und nichts gefunden. Auch die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, hat sich auf die Prüfungsergebnisse von Ernst & Young verlassen. Und die BaFin untersteht ja dem Finanzminister. Damit sind wir bei Olaf Scholz. Angeblich wussten weder Scholz noch Merkel von den Problemen bei Wirecard. Dafür hätten sie diese streng geheime Sache haben müssen. Wie heißt es noch? Es ist, ja, selten hat man dazu Zeitungen. Genau. Sie hätten Zeitungen lesen müssen, denn da standen die Vorwürfe schon seit Jahren immer mal wieder drin. Olaf Scholz hat nun einen 16-Punkte-Plan vorgelegt. Die BaFin soll gestärkt werden. Ist sicherlich nicht verkehrt. Anlegerinnen und Anleger sollen besser geschützt werden, ist auch nicht schlecht. Also es klingt prima, lenkt aber irgendwie davon ab, dass Scholz doch eigentlich eine Mitverantwortung trägt. Oder nicht? Oder wie? Oder was? Ich war irgendwie doch schon als Finanzminister. Gestern musste sich Scholz dem Finanzausschuss des Bundestages stellen. Und es sieht wieder mal so aus, als könnte ihm keiner was anhaben. Woher kommt das nur, dieses einzigartige Talent, sich wirklich überall erfolgreich aus der Affäre zu ziehen? Müsste man mal ermitteln. Sherlock und der Scholzomat. Sherlock! Erstaunlich. An Olaf Scholz prallt alles ab. Nehmen wir den aktuellen Wirecard-Skandal. Hier steht's. Scholz wusste schon seit Februar 2019, dass ermittelt wird. Aber wenn es darum geht, als Finanzminister aktiv zu werden, dann lacht er nur. Mrs. Hudson? Das Spiel beginnt. Oder nehmen Sie die 46,8 Millionen aus illegalen Cum-Ex-Geschäften. Als Scholz noch Bürgermeister war, hätte Hamburg das Geld von der Warburg Bank zurückfordern können. Hat aber die Verjährungsfrist verstreichen lassen. Warum perlt das von ihm ab? Das werden wir gleich sehen. Taxi! Die SPD-NA-Analyse zeigt Spuren von Polytetrafluorethylen. Olaf Scholz ist von einer Teflon-Schicht überzogen, deshalb perlt alles an ihm ab. Aber wer würde einen Menschen mit Teflon überziehen? Niemand, Watson. Aber Olaf Scholz ist kein Mensch. Haben Sie gesehen, wie er damals beim G20-Gipfel seelenruhig ein Klassikkonzert in der Elbphilharmonie angehört hat, während Chaoten die Stadt in Schutt und Asche gelegt haben? So ist nur ein Roboter. Ein Roboter? Sicher ist Ihnen schon aufgefallen, wie Olaf Scholz manchmal mit dem Fuß wippt. Und zwar genau mit 128 Schlägen pro Minute. Genau im Takt zu Wir sind die Roboter. Bei einer Pressekonferenz mit Olaf Scholz geht Sherlock aufs Ganze. Herr Scholz. Herr Scholz, geben Sie zu, dass Sie ein Roboter sind. Es gibt verschiedene Dinge, die man tun kann, wenn man aus der Betrachtung der Situation erkennt, dass es notwendig ist,
zu intervenieren. Das machen die dafür zuständigen Aufsichtsbehörden. Aber es gehört auch zur Wirklichkeit dieser Maßnahmen dazu, dass über sie nie spekuliert wird, sondern sie eines Morgens da sind. Und sehen Sie nächstes Jahr Sherlock und der Robokanzler. Herr Bundeskanzler, jetzt noch mal im Ernst. Sind Sie ein Roboter? Nö. Ein Film von Dennis Gaub und Jesko Friedrich. Einen super Sommer hatte ohne Frage Markus Söder, der König der Umfragen. Wenn man die Deutschen fragt, wer Kanzlerkandidat der Union werden soll, dann liegt Söder auf Platz 1. Und zwar ganz eindeutig. Auf Platz 2 liegt dann Jens Spahn. Auf Platz 3 folgt Friedrich Merz. Auf Platz 4 Armin Laschet. Und auf Platz 5 der eine, wo mir der Name nicht mehr einfällt. Und Laschet tritt ja mit Spahn im Doppelpack an. Das ist so eine Besonderheit. Spahn als Juniorpartner. Interessanterweise, einige in der CDU schlagen jetzt schon vor, dass Jens Spahn noch lieber alleine kandidieren solle, weil Armin Laschet nur noch stört. Der ist nur noch Ballast. Und das, obwohl er sich so anstrengt, der Laschet. Trotzdem liegt er in den Umfragen hinter Friedrich Merz. Verrückt. Friedrich Merz hat seit 6 Monaten wirklich gar nichts mehr gesagt. Der hat ein halbes Jahr im Sauerland gesessen. Sauerland, ja, das ist Quarantäne als Landschaft. Aber Merz ist beliebter, wenn er nichts macht, als Laschet, wenn er was macht. Armin Laschet hätte mehr für seine Karriere getan, wenn er statt seiner Corona-Politik einfach ein halbes Jahr Netflix geguckt hätte. Aber Markus Söder überstrahlt sie ja ohnehin alle. Die Deutschen wollen einen Macher. Das scheint der Grund zu sein. Die Deutschen wollen einen Macher. Was der Macher dann macht, ist erstmal egal. Hauptsache, er macht. Der Macher. Und Söder ist ein Macher. Was der geschafft hat. Als es mit Corona im März richtig schlimm wurde in Deutschland, da hatte Bayern die drittmeisten Fälle in Deutschland. Dann hat Söder gemacht. Und jetzt hat Bayern die meisten Fälle. Viele sagen, nur jemand, der so wenig erreicht hat, kann den Kurs von Angela Merkel wirklich fortsetzen. Markus Söder weicht ja der K-Frage noch aus. Ich habe das Gefühl, er hat sich längst entschieden. Er will ja dieses Treffen mit Merkel am Chiemsee. Ich weiß nicht, was das sonst zu bedeuten hatte. Da hat er sie ja mit dem Schiff abgeholt. Also die ganz großen Gesten waren. Dass er nicht noch auf einem Schwan geritten ist, das ist aber auch alles. Dann sind sie Kutsche gefahren und dann waren sie noch im Schloss. Ich habe da reingeschaltet. Ich dachte als erstes instinktiv, fuck, warum trägt Sissi einen Hosenanzug? Das sind natürlich Bilder, die kriegen die anderen nicht hin. Wie wäre das, wenn Armin Laschet Angela Merkel nach Nordrhein-Westfalen einladen würde und ihr da Landestypisches zeigt? Naja, Ankunft am Hauptbahnhof an der Eickel, dann auf die A40, sich mal schön in den Stau stellen, eine Schiffsfahrt auf der Ruhr und zusammen sein in landestypischer Atmosphäre. Also da sieht man doch sehr eindeutig, gegen Söder hat Laschet keine Chance. Trotzdem hält er sich bedeckt. Er laviert irgendwie. Was hat das zu bedeuten? Ich begrüße nun den strategischen Berater von Markus Söder. Herzlich willkommen, Maximilian Schaffroth. Herr Ehring, freue mich sehr, Sie zu sehen. Wie geht's der Familie? Gut, danke. Ich hoffe, Ihre auch. Alles wunderbar, Herr Schaffroth. Folgendes Thema. Die Frage nach der Kanzlerkandidatur Ihres Ministerpräsidenten wird ja immer lauter, immer konkreter. Und wir fragen jetzt mal Sie als Insider, auf wen müssten wir uns da einstellen? Ach, mein Herr Ehring, die einen sagen, er ist ein gnadenloser Taktiker, die anderen sagen das auch. Wir in Bayern, für uns ist Söder natürlich, ja, er ist wie das Prisma, das alle politischen Farben sichtbar macht. Er kann ja mehrere Farben gleichzeitig, ja, je nachdem, wie man es hält. Er ist unfassbar adaptiv. Ja, steht die Welt Kopf, gibt es Chaos und Völkerwanderungen. Dann ist Söder der Kreuzritter, der mit dem Akkuschrauber ins Münchner Finanzamt reitet und zur Rettung des Abendlandes ein Kruzifix über die Rohrpost spackst. Ist die Welt krank? Dann ist Söder der fürsorgliche Bergdoktor, der bereits mit dem Corona-Schnelltest im Gebirge wartet, ne, mit dem Stäbchen, während die anderen noch diskutieren, ist das gut oder schlecht. Wir handeln, Söder handelt. Ja, er ist jemand, er ist kein sinistrer Taktiker, er ist auch kein Erbschleicher, wie ihn diese linksgrünen Schreiberlinge vom Spiegel da bezeichnen. Er ist schlicht und ergreifend aus Versehen genial. Ja, er will Vorbild sein, er ist der Fels in der Corona-Brandung. Aber er inszeniert sich als Vorbild, ja, okay. Aber deswegen zu behaupten, er will Kanzler werden, das ist doch völlig abwegig. Hören Sie auf. Das ist also abwegig. Verstehe ich. Herr Schaffroth, das war gerade nichts anderes als eine vorgezogene Wahlkampfwerbung. Man hat das Gefühl, Söder leckt sich die Finger nach dem Job. Also warum diese Spielchen? Herr Ehring, jetzt hören Sie doch auf. Haben Sie schon mal einen Gebrauchtwagen gekauft? Ja, da gehen Sie doch auch nicht hin und sagen so, ich nehme den rostigen Kübel, wie er da steht, Preis egal, TÜV egal, nix da.
Sie gehen hin und tun so, als wären sie überhaupt nicht interessiert. Sie strawanzen um das Objekt herum und tun so, ja, Freundchen, was ist denn da? Da ist ein Rost, nicht wahr? Dann tritt man ein bisschen dagegen in der Hoffnung, dass es bröselt. Na, dann schaut man, sagt man, Apricot Metallic, was ist denn das für eine Farb? Ja, und das Chassis, das hängt nach links, 16 Jahre, hat er auf dem Buckel. Da sagt man, ich habe kein Interesse. Und dann, nicht wahr? Dann kommt der Trick. Dann dreht man sich weg. Das ist wie in der Liebe. Ne? Man blinzelt hin und dann dreht man sich weg. Das ist ein amoröser Tanz, nicht wahr? Aber immer blinzeln. Ein amoröser Tanz? Sie wollen gerade sagen, Markus Söder flirtet also mit einer Kanzlerschaft, indem er ihr den Hintern zudreht? Herr Ehring, reden wir Tacheles, wenn Sie so wollen, ja, dann dreht Markus Söder aktuell einer Kanzlerschaft das Hinterteil zu. Aber schauen Sie, den Hintern zudrehen, die Signale, nicht wahr? Das ist im Tierreich ja ein eindeutiges Zeichen. Aha. Ich mag also das klar, da ist Söders Platz ist in Bayern. Hör mal auf, passt. Was, ach, jetzt doch. Anders gefragt. Man kommt ja gar nicht an Sie ran. Wie würden Sie denn aktuell die Kanzlerfrage beantworten? Ach, Herr Ehring, schauen Sie sich doch mal die Konkurrenz an. Ach, es gibt nur Konkurrenz. Also, Sie reden von einem Konkurrenzverhältnis. Jetzt drehen wir doch nicht die... Herr Ehring, also bitte. Ja, ich frage... Söders Batz ist in Bayern. Jetzt ist er mal ein Marschpasta hier. Aber wer bietet? Er ist doch ein besorgter Bürger. Okay. Er ist ein fürsorglicher Vater, ist Hundebesitzer. Treusorgender Ehemann. Dieser Mann macht sich Sorgen. Wo geht Deutschland hin? Wer wird dieses Land mit Visionen führen? Schauen Sie sich doch mal an, wer da zur Verfügung steht. Röttgen. Ja, Röttgen, der hat so viele Visionen wie ein pensionierter Sparkassenvorstand. Der ist doch innerlich längst in der Toskana beim Töpfern. Und Laschet, mein Gott, Laschet. Ja, Laschet. Also, dieser Mann ist ja, wie soll denn einer, der selbst mit einer Narrenkappe noch drei Köpfe kleiner ist wie Markus Söder, auf Augenhöhe mit der internationalen Politik verhandeln? Der schafft es ja nicht einmal, den eigenen Hofmetzger zur Raison zu bringen. Das sind Lasche-Würstel im Glasl, sagt man da in Bayern. Eine Gurkentruppe. Also, Sie zeichnen hier ein sehr, sehr düsteres Bild von Deutschland. Es sieht nicht gut aus für das Land. Da verstehe ich Sie richtig. Schaut's aus, Ehring, düster. Also, präapokalyptisch. Wir kennen die Bilder aus der Bibel. Ich muss aber Markus Söder, um das nochmal ganz klar festzuhalten. Markus Söder steht zur Verfügung oder steht? Jetzt lass uns doch mal unseren vielbeschäftigten Dr. Markus Söder aus dem Spiel. Ja, er ist genial. Er ist ein Multitasking Bavarian Jesus. Aber wir sind vergeben. Söders Platz ist in Bayern. Passt. Ich bin also, nicht wieder. Jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen. Ja, wir müssen doch herringen, aber das muss jetzt nicht sein. Ja, nein, aber ist das hier und jetzt bei Extra eine offizielle Absage an eine mögliche Kanzlerkandidatur? Oder was heißt das? Söders Platz ist in Bayern. Jetzt versucht das so rum. Herr Ehring, also, Sie lassen den locker, der Journalist kommt durch. Also gut, Herr Ehring, Söder würde Deutschland schon regieren von München aus. Ne? Mehr wollte ich gar nicht wissen. Danke, Herr Schafroth. Ja, ich schlitze mal. Ja, ich habe das Gefühl, Söder steht auf der Bremse, gibt aber gleichzeitig schon ein bisschen Gas. Es ist ein riskantes Spiel. Man muss das genau austarieren. Wie viel Gas, wie viel Bremse? Gar nicht so leicht, wie man denkt. Die Anwohner auf der Weizstraße im Hamburger Stadtteil Othmarschen, die kriegen auch immer wieder hautnah mit, wie schwierig das ist mit Gas und Bremse. Ja, ja. Aber sehen Sie selbst. Die Weizstraße in Hamburg-Othmarschen, eigentlich eine ganz normale Einkaufsstraße, doch in der verkehrsberuhigten Zone gehen unerklärliche Dinge vor sich. Es klingt erstmal kurios, ist aber wahr. In Hamburg gibt es eine Straße, in der regelmäßig Autos in die Schaufenster von Geschäften rasen. Die Fahrerin hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei Gas und Bremse verwechselt. Mysteriös, denn über 70-jährige Autofahrer fahren hier öfter mal in die Schaufenster. Die Bild-Zeitung ist früh auf der Spur. Im Januar 2005 kracht ein Mercedes in die Weinhandlung, im Februar 2007 ein BMW in die Reinigung und im März 2008 ein Golf ins Optikergeschäft. Im Juli ist es unten im Blumenladen gewesen, derselbe Fahrer ein Jahr zuvor hier nebenan in der Reinigung, die war gerade frisch gebaut. Da hat er die ganze Front zertrümmert. Kurz danach geht die rätselhafte Unfallserie weiter. Im März 2016 fährt ein 83-Jähriger in ein Restaurant. Hier ist eine Dame mit Vollschwung durch ein Fensterelement gesaust. Hier ein älterer Herr, so Mitte 70. Derjenige, der hier hineingefahren ist, ist auch schon mal in ein Blumengeschäft hineingefahren. Völlig abstruse Theorien über die betagten Autofahrer kommen auf. Also die Leute sind alle offensichtlich irgendwann nicht mehr so richtig klar im Kopf und nicht in der Lage, ihr Auto zu beherrschen. Und das ist das eigentliche Thema. Also das kann ja nun wirklich nicht sein.
Offensichtlich passiert das da häufiger, weil auch keine Begrenzung zwischen den Parkplätzen und den Geschäften besteht. Aber das soll jetzt ja geändert werden. So, die fehlende Begrenzung ist schuld. Daher wird die Straße 2016 für fast 2 Millionen Euro umgebaut, damit die Geschäfte geschützt werden. Und die Fahrzeuge, man sieht das hier schön, eine Barriere haben, sodass diese Unfälle in der Form nicht mehr stattfinden können. Können sie trotzdem. Eine Seniorin ist heute Mittag in Othmarschen mit ihrem PKW in einen Friseursalon gekracht. Wieder fuhr eine Seniorin in ein Schaufenster. Die haben das extra neu ausgebaut, weil hier die Unfälle immer waren. Und was passiert? Das geht immer weiter so. In der Weizstraße in Großflottbek ist wieder ein Rentner mit seinem Auto in eine Häuserfront gefahren. In Othmarschen kam es zu einem Unfall, erneut in der Weidstraße. Es ist bereits der 23. Unfall dieser Art. Und wohl nicht der letzte. Dabei ist die Lösung doch ganz simpel. Man verlegt einfach die Parkplätze direkt in die Geschäfte. Ein Film von Daniel Sprenger. Und dann hatten wir ja in diesem Monat noch einen Marathon-EU-Gipfel. 4 ganze Tage und Nächte haben die Staats- und Regierungschefs gestritten. Es ist wirklich heiß hergegangen, aber am Ende wurde gejubelt. We did it. Wir haben es geschafft, freut sich Ratspräsident Michel kurz vor 6 am Morgen. Fast 100 Stunden haben sie gerungen, gestritten und obwohl es zwischenzeitlich kaum möglich schien, alle mit ins Boot geholt und eine Lösung gefunden. Das ist schon mal ein Erfolg, muss man wirklich sagen. Nach diesem Fight, Macron soll zwischendurch auf den Tisch gehauen haben und mit vorzeitiger Abreise gedroht haben. Mon Dieu, die Armee soll mein Flugzeug startklar machen und in einer halben Stunde bin ich weg. Und Merkel hat auch auf den Tisch gehauen und gesagt, und die Flugbereitschaft soll mein Flugzeug fertig machen und in einer Woche hänge ich immer noch hier rum. Am Ende gab es dann einen Kompromiss zwischen den sogenannten sparsamen 4 und dem Rest der Union, die sparsamen 4, Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden. Klingt wie eine Superheldentruppe, die sparsamen 4, Sparman, Geizman, Knapsman und Knauserwummen, die haben erreicht, dass nur 390 Milliarden Euro an reinen Zuschüssen verteilt werden und nicht 500 Milliarden. Und dann gibt es ja noch die Staaten, die sich in Sachen Rechtsstaatlichkeit keinesfalls reinreden lassen wollen. Die freuen sich auch. Feierlaune bei den osteuropäischen Ländern. Es gibt hier keine unmittelbare Verbindung zwischen der sogenannten Rechtsstaatlichkeit und der Möglichkeit, finanzielle Mittel aus dem EU-Budget zu bekommen. Wir haben nicht nur einen ziemlichen Haufen Geld herausgeholt, sondern auch den Stolz unserer Nation verteidigt. Haufen Kohle rausgeholt, ohne dafür Verpflichtungen zu übernehmen. Ist doch toll. Ein Rechtsstaatsmechanismus wurde auf dem Gipfel nicht beschlossen. Da ist die Europäische Union gewohnt. Locker, gerade wenn es um Rechtsstaat geht und um Moral. Ja, alles kann, nichts muss. Dieser Rechtsstaatmechanismus hätte dafür sorgen können, dass Regierungen die EU-Gelder bekommen, zum Beispiel nicht mal eben die Justiz abschaffen oder die Presse gleichschalten oder gegen Homosexuelle agitieren oder eben ein allzu entspanntes Verhältnis zur Korruption entwickeln. In Bulgarien wollen die Proteste nicht verstummen, weil das Volk genau das befürchtet. Dass europäische Gelder in den falschen Taschen, nämlich denen der Politiker, versickern. In Tschechien steht der Premier Andrej Babiš im Verdacht, EU-Geld dem Konzern Agrofert zuzuschanzen, weil er ihm gehört. Ja, das ist ja praktisch. Das sind ja ganz kurze Wege. Das ist ja das Prinzip, eine Hand wäscht dieselbe. Oder Beispiel Polen. Da ist es ja so eine Sache mit der Freiheit der Presse. Nachdem Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks quasi in Parteisender umgewandelt wurden, sollen nun wohl auch bald die Privaten dran sein. Denn die privaten Medien, die oft in ausländischer Hand sind, sollen wohl zu kritisch gegenüber dem gerade wiedergewählten polnischen Präsidenten Andrzej Duda gewesen sein. Deswegen sollen sie jetzt repolonisiert werden. Was das für den Medienpluralismus bedeutet, kann man sich vorstellen. In Polen heißt es demnächst nur noch Duda im Radio, und zwar auf allen Kanälen. Und dass Viktor Orban keinen Grund hat, sich zu beklagen über finanzielle Zuwendungen der EU, das ist ja ohnehin bekannt. Und was er mit dem Geld macht, das ist und bleibt seine Sache. Viktor Orban ist zufrieden mit seiner EU. Jedes Jahr überweist sie Milliarden von Euro nach Ungarn. Der Regierungschef verteilt diese Gelder dann offenbar besonders gerne an Freunde und Familie. So liefert Orbans Vater wohl das Baumaterial für nahezu alle EU-geförderten Projekte. Der Schwiegersohn errichtet in ganz Ungarn neue Straßenlampen für 65 Millionen Euro aus EU-Töpfen. Na, neidisch?
Weckt das bei Ihnen Begehrlichkeiten? Ich kann Ihnen sagen, Heinz Strunk hat wie immer auch für Sie die richtigen Tipps. 1,8 Billionen Euro haut die EU in den kommenden 7 Jahren raus. Das sind so viele Nullen, dass man mit den Zählen gar nicht hinterherkommt. Frage: Wie viel Geld fließt davon europaweit in private Taschen? Wie viel zum Beispiel an die Friends and Family von Viktor Orban? Zur Erinnerung, König Viktor ließ in seinem Heimatdorf ein überdimensioniertes Fußballstadion und eine 6 Kilometer lange Eisenbahn bauen, die das Stadion mit einem schön gelegenen Wald verbindet. Wieso? Weil er es kann. Erna Theosha, und wo bleibe ich? Eben. Machen auch Sie den Orban. Es wird Zeit, dass der einfache Bürger von den Brüsseler Milliarden profitiert. Tricksen Sie das Förderdickicht mit seinen eigenen Mitteln aus. Schöpfen Sie Zuschüsse ab. Sichern Sie sich Prämien. Einfach mal EU-Fördermittel-Existenzgründung ohne Rückzahlung googeln und anschließend aus 2000 verschiedenen Programmen auswählen. Die 74-jährige Elfriede F. aus T. Ich habe schon so viele Startups gegründet, wie ich alt bin. Businessplan vorlegen und nachdem die Subvention abgeschafft ist, Insolvenz anmelden. Elfriede macht den Orban. Oder Günther R. aus U. Ich habe den handgezeichneten Bauplan für ein Elektroauto mit Anhängerkupplung vorgelegt. Und schon hat es aus gleich 9 verschiedenen Töpfen gesprudelt. Günther macht den Orban. Sie wohnen in einer strukturschwachen Region? Herzlichen Glückwunsch. Hier gibt es Gründungszuschuss auch ohne Bedarfsnachweis. Es gibt nämlich nicht nur Geber- und Nehmerländer, sondern auch Geber- und Nehmerbürger. Machen Sie den Orban und werden Sie zum Nettoempfänger. Wichtig? Das Kleingedruckte in EU-Verordnung lesen. Der pensionierte Lehrer Klaus W. aus D. ist da ein richtiger Fuchs. Sein Tipp: Risikokapitalanleihen aus bulgarischen Reinvest-Zertifikaten für doppelpanierte Schweinehälften. Einfach nur noch geil. Bernd H. aus K. hat den Vogel abgeschossen. Aus einem EU-Sondertopf wurde ihm eine Corona-Schutzmaske aus 24 karätigem Gold genehmigt, weil er eigenen Angaben zufolge gegen Stoffmasken allergisch ist. Auch Branchen, die es ohnehin schwer haben, können endlich durchatmen. So wurden Mike F., Chef einer Kieler Drückerkolonne, nach einer einstündigen Pflichtberatung 6 niegelnagelneue emissionsarme Drückerbusse bewilligt. Piotr D. aus Warschau, Hersteller der berühmt-berüchtigten Polenböller, wurden zum Wiederaufbau neuer Knallerfabriken zinsloses Wagniskapital zur Verfügung gestellt. Otto und Piotr D., Totschlagargument Arbeitsplätze, das sieht immer. Jetzt sind Sie an der Reihe. Machen auch Sie den Orban. Danke, Heinz Strunk. Wie rechtsextremistisch ist die deutsche Polizei? Ne? Ja, gibt es rechtsextreme Netzwerke bei der Polizei? Auch das eine der großen Fragen des Sommers. Sie wissen, in Hessen hat es illegale Datenabfragen von mehreren Polizeicomputern gegeben. Es ging um private Daten von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, vor allem Frauen mit Migrationshintergrund, Politikerinnen, Anwältinnen, Kabarettistinnen, und deren Daten wurden von Polizeicomputern abgerufen, illegalerweise. Die Betroffenen werden immer wieder anonym im Netz auf das Schlimmste bedroht. Es gibt Morddrohungen bis hin zu der Ankündigung, man will sie abschlachten oder vergasen. Die Absender nennen sich NSU 2.0 oder Rudolf Hess 123. Nun wird schon 2 Jahre lang ermittelt und noch immer ist nicht aufgeklärt, wer sich hinter NSU 2.0 oder Rudolf Hess 123 verbirgt. Ich glaube, die Polizei hat bisher nur rausgekommen, dass ein gewisser Rudolf Hess inzwischen tot ist. Aber wer da am Polizeicomputer Datenabfragen zu diesen Personen durchführt, das ist nicht so einfach zu ermitteln. Ich verstehe das gar nicht. Wird das nicht dokumentiert? Warum klappt denn das nicht? Weil bei der Polizei, wenn der Computer hochgefahren ist und die Systeme zur Verfügung stehen, eben mehrere Personen auf diesen Computer Zugriff haben. Das sollte eigentlich nicht sein. Da gab es auch eine Dienstanweisung. Es wird aber leider hin und wieder so praktiziert. Also, wenn der Computer dann mal hochgefahren ist, dann arbeiten da mehrere Leute dran. Es wäre sonst auch zu kompliziert. Es dauert ja eine halbe Stunde, bis der Computer hochgefahren ist. Und dann heißt es oft wieder, geh aus dem Internet raus, ich muss telefonieren. Gleichzeitig glüht das Faxgerät vor. Kennt man ja alles aus den 90ern. Und es ist offenbar auch nicht ungewöhnlich, dass Polizeibeamte dieses Datenabfragesystem auch mal zu privaten Zwecken nutzen. Die brauchen das wie Google. Hier, Zitat vom gerade zurückgetretenen hessischen Polizeipräsidenten Udo Münch. Wir hatten mal einen Event, Helene Fischer in Frankfurt. Da ist Frau Fischer 83 Mal in einer Nacht abgefragt worden. Es ist wohl relativ unwahrscheinlich, dass Frau Fischer dort 83 Mal kontrolliert worden ist. Glaube ich auch.
Ja, es war einfach die Frage, lass mal gucken, wo die wohnt. Was hat denn die für eine Schuhgröße? Wegen der aktuellen Drohmail-Affäre musste Udo Münch als Polizeipräsident seinen Hut nehmen. Die Frage bleibt, wie viel Rechtsextremismus gibt es da? Nun, das hessische Innenministerium hat tatsächlich zum Thema rechtsextremes Gedankengut in der Polizei eine Studie durchgeführt und dafür allen Ernstes alle hessischen Polizistinnen und Polizisten gefragt, ob sie Demokraten sind. Und sie glauben es nicht. Fast alle haben angekreuzt, sie wären Demokraten. Werden die Polizisten selbst gefragt, geben 0,2% von ihnen an, sie seien ausgeprägt links und 0,1% ausgeprägt rechts. Ja, dann ist ja alles klar. Übrigens werden auch Einbrecher in Hessen nicht mehr direkt verhaftet, wenn die in einer Wohnung überrascht werden. Da bekommen sie einen Umfragezettel mit der Frage, sind sie Einbrecher? Und dann können sie selber ankreuzen, ja oder nein, ich bin Innenarchitekt und interessiere mich nur für Einrichtungen. Also ich persönlich mache mir große Sorgen. Ich finde, es muss alles gnadenlos ans Licht. Natürlich, es muss aufgeklärt werden, was da los ist. Bei der Polizei, speziell bei der hessischen Polizei. Unsere Autoren Tobias Döll und Henning Nasse haben eine ganz besondere Recherchetechnik angewendet und sich durchs Fernsehprogramm gesäppt. Hier, neuer Fall. Hey. Was soll denn das? Du versaust mir meine Frankfurter mit deinen blöden Akten. Was ist denn das? Von einem Polizeirechner in Wiesbaden wurden offenbar sensible Daten abgerufen, die im Zusammenhang mit NSU 2.0 stehen. NSU 2.0? Habe ich nie gehört. Muss ich um einen Einzelfall handeln? Leg's am besten zu den anderen Einzelfällen. Wie du meinst. Hallo, my dear friends. Heute zeige ich euch eine Maltechnik aus Hessen. Immer alles schön vertuschen, vertuschen, vertuschen. Beautiful. Jetzt bei Genileo, die härtesten Jobs Deutschlands. Hier im IT-Zentrum der hessischen Polizei arbeiten Deutschlands beste IT-Experten daran, das bis auf Einzelfälle extrem sichere Datennetz noch sicherer zu machen. Ja, wir haben jetzt was ganz Neues, direkt aus dem Silicon Valley. Das Ganze nennt sich Passwort. Man muss jetzt immer 12 Polizei eingeben und das macht das Ganze bombensicher. Wiesbaden. Der Hessische Landtag hat sich heute mit einem erneuten Fall von Datenabrufen bei der hessischen Polizei beschäftigt. Allerdings sei dies laut Innenministerium nur ein Einzelfall, genau genommen der 512. Ja, also sollte sich bei den 512 Fällen wieder erwarten, einen Zusammenhang ergeben, werden wir natürlich alles daran setzen, die Sache schnellstmöglich unter den Teppich zu aufzuklären. Wir haben noch einen rechtsextremen Einzelfall reinbekommen. Was? Noch mehr Nazis bei unserer Polizei? Dieses Mal bei der Bundeswehr. Beim KSK fehlen rund 50.000 Schuss Munition. Lass mich raten. Kriegen die auch alles mit demselben Passwort? Nein. Um an die Munitionsbestände zu kommen, reicht bei der Bundeswehr der Hitlergruß. Jetzt in der Hessenschau. Trotz wachsender Kritik an seinem Krisenmanagement in der Drohmail-Affäre sitzt Hessens Ministerpräsident Bouffier weiterhin sicher im Sattel. Mimo, was weiß Bouffier? Und nun bei Aktenzeichen XY ungelöst. Die Polizei in Hessen sucht Polizisten aus Hessen, die an einem rechtsextremen Netzwerk beteiligt sind. Sie tragen blaue Hosen und hellblaue Hemden. Bei Hinweisen wenden sie sich an die Polizei oder in diesem Fall lieber nicht. Der Berliner AfD-Mann Gunnar Lindemann liebt die deutsche Sprache, leider wird diese Liebe nicht erwidert. Besonders erregen ihn Genderwahnsinn und linksgrüne Ideologien. Am Dienstag hat sich Lindemann in einem Tweet über eine Schlagzeile der Berliner Zeitung ausgelassen. Der tägliche Genderwahnsinn. Jetzt werden sogar Fahrspuren gegendert. Wie wäre es mal mit der guten alten Duden-Rechtschreibung anstatt mit diesem linksgrünen Ideologien, liebe BZ Berlin? Dann verstehen euch vielleicht auch die Leser wieder. Es ging um diese Schlagzeile hier. Frau übersieht Fahrspurende und fährt in Baustelle 2 Verletzte. Tja, Menschen mit weniger Sprachgefühl würden hier vermutlich Fahrspurende lesen. Aber Lindemann hat natürlich völlig zu Recht erkannt, es handelt sich um das Fahrspurende. Ja, die genderneutrale Form vom guten alten
Fahrspurer, so muss es heißen. Der Fahrspurer fahrspurt auf seinem Fahrspur. Das ist korrektes Deutsch. Und es heißt übrigens auch nicht, liebe Leute, Sendungsende. Muss ich mal wieder lesen, gerade in meinen Moderationen. Sendungsende ist Quatsch. Es heißt der Sendungser. Merkt euch das endlich. Ja? Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir sind am Sendungser. Ich mache Feierabend und gucke jetzt im ersten Inas Nacht. Heute zu Gast Tim Melzer und der Sommelier Justin Leone. Bis nächste Woche.